Ja, hallo. Muttertag steht vor der Türe. Oder egal für welchen Anlass du das machen willst, zeige ich dir, wie du ein Drahtherz einfach individuell machen kannst, was dann sicher deinem Geschenk, zum Beispiel auch als Dekoration für auf das Kuvert, eine spezielle Note gibt. Ich nehme sie oftmals auch zum Beispiel in kleine, feine Kreationen rein, die Herzen, dass es dann noch wirklich einen individuellen Touch bekommt. Hast du schon gesehen, wie das ganz einfach geht? Du machst zum Anfang einmal eine etwas größere Drahtkugel oder einen Wulst. Jetzt habe ich da den ersten Teil schon gemacht. Jetzt zeige ich dir das ganz langsam hier. Du machst einfach mit den Finger hier ganz einfach Draht ab der Spule. Du kannst dann, je nachdem wie lang du und wie viel du vom Draht nimmst, die Herzen schön formen und auch von der Größe. Dann biegst du etwa die Hälfte vom Draht runter, gehst dann hier ringsum, machst also die eine Wölbung des Herzens. Ganz einfach. Da die zweite Wölbung habe ich ja schon. Darum nehme ich jetzt die zweite Wölbung hier dazu, binde die ganze Geschichte zusammen . Gehe dann noch einmal oben durch, das zweite Mal oben durch. Unten wichtig, dass der Spitz dann schön kommt. Voilà! Und fertig ist das einfache Drahtherz, egal für Muttertag, Valentinstag, ob du deinem Liebsten einfach einmal ein spezielles Überraschungsgeschenk machen willst, das du dann auf das Kopfkissen legst oder auch auf einem Kuvert einen kleinen Eyecatcher machst. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!